So, und damit haben wir die erste Umbaupause schon wieder geschafft, steigen gleich ein, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren und auch wirklich Zeit bei den Diskussionen haben. In den nächsten Vortrag, wir bleiben thematisch bei den Standards und kommen jetzt zu einem neuen Standard der OGC, den OGC API Standard. Da bin ich ganz gespannt darauf, weil ich so ein bisschen gelesen habe, das soll mal irgendwie WFS ablösen. Dann Pirmin, sag uns mal, ob das so klappen wird. Deine Zeit. Besten Dank. Ja, ich versuche das zu erklären. Mein Name ist Pirmin Kalber, ich arbeite für SourcePol. Wir sind eigentlich Entwickler, Bereich QGIS, Bereich WebGIS. Und im WebGIS ist dieses OGC API ein Thema, weil wir nicht überall WFS einsetzen können, aber trotzdem Daten ausliefern, Geodaten oder auch Geodaten editieren wollen. Deshalb habe ich diesen Standard näher angeschaut und erkläre jetzt, wie der funktioniert. Und jetzt, ja, die Einführung ist ein bisschen kompliziert jetzt vielleicht. Und zwar spreche ich jetzt eigentlich über den OGC API Features Part 1 Core Standard, weil das ist jetzt der Standard, der wirklich draußen ist. Und das sind jetzt wirklich drei Teile. Also OGC API ist so quasi, sind die Grundbausteine, wo man verschiedene Standards darauf aufbaut. Und dann OGC API Features ist quasi so das Pendant zum WFS. Das heißt, das soll alles bieten, um Daten anzuschauen, aber auch zu erstellen und modifizieren. Und jetzt sind wir aber erst beim Teil 1 Core und da kann ich Daten erst lesen und zwar auch nur in WGS 84 Referenzsystem. Das heißt, wir sind jetzt noch ein bisschen am Anfang mit dem offiziellen Standard, aber es kommen dann laufend Erweiterungen dazu. Noch eine Folie zum Prozess. Und zwar eigentlich hat das meines Wissens begonnen so unter dem Thema WFS 3. Wir wollen einen neuen WFS Standard und hat da gemerkt, man sollte eigentlich alle diese OGC Standards vereinheitlichen und ist dann da eigentlich auf den Weg zu diesem zum OGC API gekommen. Das einerseits auch der Name hat dann geändert, das hieß lange so WFS 3, heißt es heute nicht mehr, sondern eben OGC API Features. Beim Vorgehen ist auch neu, oder jetzt hier, das war glaube ich das zweite Mal, dass man wirklich über GitHub auch schon während der Arbeitsphasen das veröffentlicht hat. Das heißt, man sieht auch jetzt schon Entwürfe von den nächsten, von den kommenden Standards und kann da auch als Außenstehender ein Issue eröffnen, wenn man was sieht. Ein weiterer wichtiger Punkt war so ein Testbed, das gemacht wurde, wo dieser Standard schon bevor er öffentlich wurde, in dem sie getestet hat. Das heißt, es haben verschiedene Parteien den bereits implementiert, bevor er Standard war. Und so soll erreicht werden, dass er wirklich praxistauglich ist. Und das Resultat ist eben dieser Features Part 1 Core, der im September 2019 offiziell rausgekommen ist. Es soll auch ein ISO-Standard werden unter einem anderen Namen, aber eigentlich ist das Ziel, dass alle diese Standards, OGC-Standards, auch ISO-Standards werden. Und hier ist er eigentlich bereits, das ist so der Überblick. Ich habe es jetzt in Form von URL aufgelistet, das heißt, man hat Slash, also der Root von einem OGC-API-Dienst, das ist die Landingpage. Die ist auch spezifiziert und die muss da sein. Und dann gibt es ein Slash Conformance, das sagt aus, welche Features angeboten, welche Funktionen angeboten werden von diesem OGC API Service. Und jetzt, das ist quasi noch der reine OGC API Teil. Und jetzt kommen wir schon zum Features Teil, wo dann die Collections kommen. Das heißt, unter Collections sind Feature Collections aufgelistet. Und dann kann ich eine einzelne Collection über Collections, Collection ID ansprechen und dann komme ich auf die eigentlichen Features, also die Feature Items. Und Feature ist wie ein WFS-Feature oder ein Geodaten-Feature, also ein Record, der dann kommt. Nein, Features sind noch alle und Feature ID ist dann ein einzelner. So geht so logisch durch die verschiedenen Stufen. Jetzt gibt es das in verschiedenen Formaten. Einerseits in HTML, das ist banal, aber ist eigentlich neu, wenn man jetzt an WFS denkt, weil WFS gibt es nur als
XML, sonst gibt es gar nichts. Und hier wird jetzt auch definiert, man soll ein HTML machen, das heißt, es soll auch menschenlesbar sein, so ein OGC-API. Und dann GeoJSON ist dann eigentlich an zweiter Stelle JSON, GeoJSON. Und dann ist aber auch vorgesehen GML Level 0 und 2, um dann wieder diese volle WFS-Funktionalität anbieten zu können. Und was noch neu dazugekommen ist, ist OpenAPI. Das erkläre ich noch, das ist eigentlich die Beschreibung der Schnittstelle selbst. Was ein bisschen speziell ist, dass keines dieser Formate obligatorisch ist. Es wird empfohlen, dass man HTML und GeoJSON anbietet, aber man muss nicht. Das heißt, eigentlich ist nur die Struktur wirklich zwingend vorgegeben. Es muss eine Landingpage geben, es muss eine Conformance geben, die muss da sein und dann muss es Collections geben, aber ich kann jetzt meine Collections auch mit Geo-Packages ausliefern, wenn ich das will. Zuerst zeige ich jetzt das mit HTML, weil dann sieht man eigentlich bereits, wie das aufgebaut ist, und zwar eben bis auf diese Features-Sicht, wo ich es als Karte sehe, und ich zeige das jetzt gerade live, wenn ich es schaffe. Ich bin jetzt hier in einer Demo-Instanz von PyGeoAPI und hier bin ich jetzt auf der Landingpage. Also hier beginnt jetzt, das ist quasi meine Root-Page. Das ist die Landingpage, jetzt einfach in menschenlesbarem Format, das in HTML. Aber hier ist bereits das, was ich vorher gezeigt habe, also zum Beispiel diese Conformance. Wenn ich jetzt hier die Conformance anschaue, dann sehe ich, es liefert HTML aus, es liefert GeoJSON aus, es erfüllt diesen Core-Standard und das OAS bedeutet, es liefert auf OpenAPI. Und dann kann ich bereits in die Collections reingehen. Also das sind jetzt die Collections, die dieser OGC-API-Server anbietet. Ich gehe jetzt in die Lakes rein. Das ist jetzt eine Collection. Also jetzt bin ich auf slash Collections Collection ID, also die Lakes Collection. Und jetzt gehe ich in die Items rein. Und jetzt sehe ich also bereits die ein Set von Items aus, oder ein Set von Features aus dieser Collection. Und dann könnte ich jetzt nochmal in die letzte Stufe reingehen. Jetzt sehe ich ein einzelnes Feature. Und das ist jetzt die HTML-Sicht. Ich kann jetzt hier wechseln auf die JSON-Sicht. Dann sieht man dasselbe in JSON. Ich habe jetzt gehe zurück zu den Folien, wo ich das noch ein bisschen schöner aufbereitet habe. Die Conformance zuerst, die sieht noch recht ähnlich aus, das heißt, es ist einfach in JSON diese URLs, wo angezeigt wird, was der Service unterstützt. Und jetzt eine Collection, also diese Lakes, da sieht man so ein bisschen Metadaten, Description, Keywords, dann sieht man Extent, Bbox, CRS und dann gibt es auch neu so ein Temporal, das spezifiziert ist, wo ich die Zeitstände auch spezifizieren kann. Und auch wichtig sind jetzt diese Links. Also in all diesen JSON-Outputs hat es Links drin. Das sind verschiedenartig, das kann so wie ein Next Page sein zum Beispiel, aber jetzt hier ist es ein Link oben mal auf die Quelldaten. Canonical ist der Relationstyp und das zweite ist jetzt wichtiger, deshalb mir unter der untersten URL sind die Items verfügbar, also die eigentlichen Features. Und das heißt, ich kann diese JSONs auch maschinell verfolgen, generisch einfach diese Links durchgehen, ohne genau zu wissen, was dahinter steckt. Also das ist eine Collection und jetzt noch die Items einer Collection, jetzt sind wir auf GeoJSON-Stufe. Das sieht jetzt schon vertraut aus, wer schon mit GeoJSON gearbeitet hat. Das ist quasi ein normales GeoJSON-Feature vom Type Feature Collection. Ich habe die Properties, wie man es kennt, und ich habe Geometry. Auch
GeoJSON. Aber die Erweiterung ist unten wieder angedeutet, dann kommen die Links. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel einen Next-Link, der mir sagt, ich habe jetzt hier die ersten 50 Features zum Beispiel und unter Next komme ich auf die nächsten 50. Und das ist eine Erweiterung zum jetzigen, sagen wir, wenn ich einfach nackte GeoJSONs ausliefere, dass ich hier auch die automatisiert verfolgen kann und sehr einfach so Next-Buttons auch anbieten kann, wo ich durchnavigieren kann. Also das war jetzt die JSON-Sicht. Dann zum Open API. Das ist eben nicht dasselbe, sondern hier geht es darum, wie beschreibe ich das API selbst. Und da gibt es so einen Standard, der heißt Open API, wo ich irgendwelche REST-APIs beschreiben kann. Und auch da mehr dasselbe. Wir haben quasi eine HTML-Sicht, die für Menschen ist. Das sieht etwa so aus mit dem Swagger GUI. Das jetzt in diesem Server gerade eingebaut ist, aber ich kann das auch extern verwenden. Und da sehe ich wieder, ich habe get auf slash landingpage collections und kann das noch öffnen und kann sogar Test-Requests machen und alle Parameter sind spezifiziert. Das ist eigentlich dann für Programmierer, also Webentwickler gedacht. Die können sich anhand dieses APIs, das für allgemein für REST funktioniert, hier zurechtfinden. Das eigentliche Open API, also der Kern ist aber eigentlich das JSON, das heißt nicht das menschlesbare, sondern das JSON-Format, das ausgeliefert wird. Das heißt, ich spezifiziere mein API in Form von JSON, ich sage, das ist Open API 3 und ich habe verschiedene Pfade, Paths, also ein Slash mit HTTP GET kann abgefragt werden und das ist die Landingpage. Und dann beschreibe ich die Parameter, ich beschreibe die Antworten, das ist eigentlich der Kern vom Open API, dass ich so ein Dokument ausliefere, das mein REST API beschreibt. Und da gibt es Tools, die können aus dem direkt Clients machen. Also kann man sagen, ich will jetzt einen Java-Client für dieses API machen. Dann gibt es Generatoren, die nehmen diese Open API-Spezifikation und machen dann einen Client, also alle Typen, die man braucht, bereitet die Parameter vor. Also das ist für Entwickler gedacht. Und ein Fortschritt, dass man jetzt so eine einheitliche Beschreibung von APIs hat. Es gibt auch dank diesem Testbed bereits diverse Implementationen vom Standard. Und zwar war GeoServer beteiligt in diesem Testbed. Das heißt, die haben von Beginn weg eigentlich eine OGC-API-Implementation gemacht. Dann gibt es dieses GeoAPI, das ich jetzt gerade gezeigt habe, so von den Python-Leuten, die auch PyCSW und so weiter gemacht haben. Dann hat auch der neueste QGIS-Server eine Implementation enthalten und noch viele mehr. Es gibt eine URL für weitere Implementationen. Also auch proprietäre Software hat da bereits einiges implementiert. Auf der Client-Seite ist GDAL wie immer zuerst dabei, aber auch in der neuesten QGIS-Version kann ich bereits dieses OGC-API-Feature nutzen. Das heißt, ich trage statt eine WFS-URL so eine OGC-API-URL ein und sehe dann zum Beispiel im Browser, kann ich mich dann auch, das ist genau der gleiche Dienst, kann ich mich durch die Feature-Collections durchhangeln und dann einzelne Features anschauen. Wie sieht die Zukunft aus? Man hat es gesehen, ist noch ein recht minimaler Standard und wer professionell mit Geodaten arbeitet, der braucht auch nicht WGS84 Unterstützung. Und das heißt, da ist mal wichtig, dass die CRS Extension kommt und die ist recht weit. Ich probiere schnell auf diese OGC-API-Org-Seite noch zu gehen. Da wird das nämlich schön aufgelistet. API.org. Da steht in progress und da haben sie es schön grafisch. Aber was jetzt hier noch dazu kommt, eben Features habe ich jetzt gezeigt. Common ist der Kern. Maps, das ist eigentlich quasi der WMS-Ablöser. Records, Processes, Coverages,
und teils. Also das sind so die größeren Dinge, die kommen. Und hier steht auch zum Teil quasi, es will soon be released for public review. Also hier gibt es noch ein bisschen Informationen zum Stand. CRS kommt, CQL ist in Arbeit und dann Simple Transactions, also WFST in zwei Stufen ist auch in Vorbereitung und die anderen habe ich jetzt gerade gezeigt. Das geht bis zu Styles, das wäre dann die SLD-Ablösung sozusagen. All das ist in Arbeit. Jetzt gibt es im weiteren Umfeld noch mehr OGC-API-Implementationen und so ein bisschen Pionier ist eigentlich dieser Stack-Service. Der kommt so von den, von den Satellitenfirmen her, die das Bedürfnis haben, einen Katalog für ihre riesigen Datenmengen zu machen. Und das ist jetzt dieser Stack, Spatial Temporal Asset Catalog, der ist eigentlich synchron jetzt mit diesem OGC-API entstanden und der macht genau in der gleichen Form Satellitendaten zugänglich und soll auch noch andere Arten von Raster oder eben Spatial Temporal Daten anbieten. Und da gibt es noch mehr, aber das ist so eine quasi Referenzimplementation, die es gibt. Und dann komme ich eigentlich bereits zum Schluss, das Fazit vom Ganzen. Also ich bin eigentlich recht überzeugt, dass das ein wirklich guter, zeitgemäßer Standard ist, modular. Es gibt eine Zugänglichkeit für Webentwickler, die nicht GIS-Menschen sind wie wir, weil sie können einfach das OpenAPI anschauen, sie sehen GeoJSON, ah, das ist JSON, okay, noch ein bisschen Punkte hat es drin, aber das akzeptieren sie dann. Aber das ist wirklich ein Vorteil, dass es zugänglich ist. Ein bisschen negativ kann man sagen, eben diese Konformität ist sehr schnell erreicht. Ich muss quasi zwei Endpunkte anbieten und ich bin schon konform. Das heißt, da ist dann die Frage, was wird dann wirklich angeboten? Und da kann es natürlich auch auseinanderlaufen, das wissen wir heute noch nicht. WFS ersetzt es heute noch nicht für professionelle Anwendungen, sage ich jetzt mal, sondern erst mit den Extensions, aber diese Extensions werden kommen. Ich gebe ihm eigentlich noch, was ich auch bevorzuge, ist, dass es nicht ein Capabilities gibt, sondern eben diese Kombination von Metadaten und den Geodaten. Ich glaube, dass eigentlich auch sagen wir, CSV oder diese separaten Katalogdienste ersetzt werden können durch diesen Dienst, was auch ein Fortschritt ist. Und es gibt wirklich einen Kern für ein Ökosystem, das auf einem Standard basiert, wie dieses Stack, den ich gezeigt habe. Gut, dann danke ich fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Pirmin. So bleibt uns ja wirklich noch Zeit für einige Fragen. Bitte schön. Ja, hier in der ersten Reihe, gern. Soweit ich weiß, ist WFS 3 auch mit Linked Data verbunden. Wie ist das aktuell oder beziehungsweise was ist da geplant? Also Open Linked Data ist ja so ein, soll die semantische Interoperabilität. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Eben in dem Sinn, WFS 3 gibt es so jetzt eigentlich nicht mehr. Also das, was ich jetzt gezeigt habe, ist eigentlich WFS 3. Und ich meine, da gibt es diese Verlinkung jetzt, also das ist im Standard drin, dass es Links gibt. Und diese Links, die sind auch, diese Art von der Verlinkung ist auch standardisiert. Das heißt, ich denke, dass dieser semantische Webteil auch mit diesen Links abgedeckt ist, aber ich bin jetzt da zu wenig Experte, um das genau sagen zu können. Ich weiß auch nicht, ob Tina was weiß, ja, ist auch ein bisschen zu speziell jetzt gerade das. Gut, dann noch eine Frage. Drüben.
Weißt du zufällig, ob in dem Standard selber HTTP vorgeschrieben ist oder ob auch andere Protokolle gehen würden? Ich habe es gelesen, bin ich mir ganz sicher. Weil zum Beispiel, also ich weiß nur, beim Stack-Katalog zum Beispiel ist es ja so, dass man keine beliebige URLs nehmen und erzählen jetzt auch andere Sachen dazu. Aber ja, kann ich auch selber nachschauen. Bin ich nicht sicher. Also HTTP ist sicher erwähnt und irgendwie ist sogar noch SOAP irgendwo erwähnt. Das ist das, aber... Ja, danke. Sorry. Ja, aber wenn jetzt zumindest hier, du hattest ja gesagt, Formate, eigentlich ist alles optional. Empfohlen wird HTML und GeoJSON, GML in dem Bereich gar nicht mehr erwähnt. Wenn ich dann gucke, was SensorThings API an der Stelle macht, was wahrscheinlich auch irgendwo damit rein passt jetzt mit den Weiterentwicklungen, ist dann GML, also sprich die komplette XML-Ausrichtung von der OGC dahin und wir gehen jetzt alles endlich Richtung JSON und machen es uns viel einfacher? Gut, ich sage eben, der Kern wird JSON sein, aber die Daten kann ich immer noch XML-mäßig ausliefern mit GML. Das wird jetzt eigentlich integriert so. Aber ich glaube auch, das ist eine Verbesserung so. Ja, ist es in der Praxis, wie würdest du das als Perspektive sehen? Ist es eine Integration? Klar, die Möglichkeit von GML habe ich noch, aber in der Praxis wird es darauf rauslaufen, dass wir diesen ganzen XML-Overhead endlich los sind? Nein, ich glaube nicht, weil wenn ich dann immer noch Kreisbögen und so ausliefern will, dann werde ich das nicht mit GeoJSON machen, weil das kennt GeoJSON nicht. Also da werde ich weiterhin GML ausliefern oder andere Formate. Also müssen wir GeoJSON noch weiterentwickeln? Da ist wirklich, nein, GeoJSON, die haben jetzt wirklich sich festgelegt, dass sie sich beschränken auf WGS84, diese einfachen Geometrietypen, die sie haben, also es wird nicht GeoJSON, wird nicht mehr weiter erweitert werden. Okay, sonst noch Fragen aus dem Publikum? Ja, hier vorne noch. Kannst du was sagen zu den geplanten Features? Also ich sag mal in der Richtung, ich denke mal, es wird auf jeden Fall sowas wie Filtern dabei sein. Was mich interessieren würde, geht es so ein bisschen Richtung GraphQL. Habe ich dann, sage ich mal, die Möglichkeit, auch mal Joins zu machen? Also ich weiß, das ist in dem Bereich, der bis jetzt noch nicht umgesetzt ist, aber das würde mich wirklich mal interessieren, was da so die Perspektiven sind. Ich habe es nicht alles verstanden, aber ich glaube eben mit dieser SQL-Extension sind einerseits diese Abfragemethoden wieder abgedeckt. Transaction, das sind eben die WFST-Geschichten oder was war noch gefragt? Ich habe nicht alles verstanden, was nach welchen Features gefragt wurde, nach welchen Eigenschaften. Also der Klassiker wäre jetzt mal ein Join. Ich möchte Join. Halt nicht ein Feature abfragen, also einen Feature-Typen, sondern ich möchte über mehrere Join. Das wäre so was, sage ich mal, ich glaub, was man sehr häufig haben möchte. Ich glaube, das ist beim SQL drin, ja. Ja, okay. So wie ich jetzt, das, ich habe es kurz angeschaut und das scheint noch recht umfangreich zu sein. So, wir merken schon, im Saal wird es unruhig, weil die Ersten den Saal auch wechseln wollen. Das wollen wir da an der Stelle natürlich auch ermöglichen. Deswegen beenden wir den Teil hier, machen unsere kurze Umbaupause für den letzten Vortrag. Danke, Pirmin, und weitere Nachfragen, Informationen gibt es am SourcePool-Stand. Applaus